Was brennt den Firmenkunden der Volksbank unter den Nägeln? Was erwarten Sie sich von Ihrer Bank? Welche Erwartungen kann die Bank erfüllen, welche nicht? Im offenen Gespräch kam bei den beiden Veranstaltungen Volksbank trifft Wirtschaft in Bozen und Brixen allerhand Kritisches, aber auch Spannendes zutage. Heuer wurden die Veranstaltungen erstmals in Zusammenarbeit mit den Verbänden durchgeführt. Doch das Wort gehört unseren Firmenkunden. Als Service braucht es auf jeden Fall Vertrauen, das, was Sie den Unternehmer geben sollten. Und das gibt eigentlich Volksbank. Bin sehr zufrieden damit, muss ich schon sagen. Für mich ist besonders wichtig eine transparente Kommunikation zwischen Bank und Unternehmen. Ich schätze sehr, dass der Berater der Bank zu mir in die Firma kommt und mir auch sagt, wie die Bank mein Unternehmen sieht, wo ich arbeiten kann, um bessere Konditionen bzw. bessere Angebote der Bank zu erhalten. Ich fand es interessant, dass der Generaldirektor tatsächlich etwas zu der Politik der Bank gesagt hat, Spreads erklärt hat, wie sich also eine Bank finanziert, warum es zu den Spreads kommt, die für mich als Kunde derzeit oder seit einiger Zeit, die mir relativ hoch vorkommen. Der besondere Wert liegt darin, dass man sagt, wir müssen aufeinander zugehen. Wir haben festgestellt, dass es ein Miteinander geben muss. Und das heißt, wir müssen versuchen, zusammen die Situationen, die momentan noch schwierig sind, zu meistern. Ho preso nota che la banca segue l'evoluzione dell'attività economica più da vicino all'imprenditore che una volta. Cioè una volta era più fredda e faceva la sua operazione, adesso partecipa. La banca deve anche rendersi conto che nei momenti in cui la crisi si fa sentire, i rapporti fra cliente e banca devono essere rafforzati e soprattutto sul piano della consulenza, non solo dell'aiuto economico o dell'accesso al credito, ma soprattutto nel piano della consulenza. Il rapporto banca-cliente del passato non ci sarà più, non sarà un nuovo rapporto, un rapporto un po' più alla pari, però molto più stretto, molto più sincero, più serio, diciamo. Quindi direi positivo come elemento. Auf einen ehrlichen Dialog und ein ehrliches Gespräch kann man Vertrauen aufbauen und mit einem gemeinsamen Vertrauen werden dann auch vernünftige, richtige Entscheidungen für beide Seiten getroffen.